Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und ich werde die Map weiterhin verändern, weil es Sinn macht und angebracht ist. So zum Beispiel hier, wenn wir drauf gucken, in den Feldpreis. Dazu gibt es heute Abend auch ein Tutorial. 20 Uhr kommt es raus auf meinem Kanal. Varuna LP. Ja, habe ich heute auch mal geändert. Einiges Neues, die ganzen anderen Sachen, Instagram ist auch mal dabei. Wurden auf LP geändert, ganz einfach aus dem Grund, weil wir inzwischen kaum noch Minecraft machen und Minecraft eigentlich der Teil war, weshalb ich den Kanal erstellt habe. Deshalb hieß ich auch Varuna MC. Jetzt verlagert sich das Ganze so ein bisschen nach über 3 Jahren. Auf LS und deshalb dachte ich, werde ich jetzt mal umbenennen. Und genau. So. Tutorial zur Feldpreisänderung mit dem Giants Editor kommt wie gesagt heute Abend. Ich habe jetzt hier nur mal ein Feld so gemacht, wie es sein soll, und zwar dreifach. Also der Field Price Faktor ist mal 3. Hier habe ich noch ein bisschen rumgespielt, aber wie gesagt, alle Felder werden den dreifachen Preis haben, damit wir eben nicht mehr so absurde Preise wie zum Beispiel hier haben von 1 Billion oder so. Das kommt in den nächsten Tagen. So, unsere ganze Abfuhr letztes Mal hat uns 1,244 Millionen Euro gebracht. Daher können wir uns jetzt zum einen mal leisten, den Kredit abzubezahlen. Und zwar voll. Also ich möchte keinen Kredit mehr haben. Und dann werden wir uns noch einige Schafe holen. Moment, den hier brauche ich auch mal kurz. Oder warte. Genau, wir stellen mal kurz die Paletten hier noch weg. Dann können die nämlich hier weiter produzieren. Und wir können uns dann um andere Sachen kümmern. Ich habe übrigens auch nochmal die Nacht durchlaufen lassen. Oh, da geht gar nichts mehr drauf. Da gehen nur noch 2 Paletten drauf. Ich habe die Nacht durchlaufen lassen, damit wir dann bald endlich den Raps abernten können. Aber der braucht immer noch ein bisschen. Von dem her haben wir noch etwas Zeit und können uns noch um andere Sachen kümmern. Ich werde hier mal wieder unser Palettenlager auffüllen. Palettenlager ist übrigens auch so eine Geschichte. Da muss ich mir auch mal noch was kaufen. Dazu müssen wir aber hier erstmal noch Platz schaffen. Ich komme gleich dazu, wo ich die hinsetzen will. Also das Palettenlager. Ich habe mir überlegt, dass ich das hier rechts in dem Wald mache. So. Aber wenn ich das hier jetzt, also von hier aus gesehen, jetzt links in den Wald mache, dann ist es so ein bisschen schon wieder ab vom Schuss. Muss ich jedes Mal den Weg entlang fahren. Deshalb werden wir hier diese Bäume, gerade hinter dem Traktor, LKW, alle abernten. Dafür werden wir uns gleich einen Scorpion King holen.
Und dann sollte das alles ruckzuck funktionieren. So, die Palette noch. Vielleicht, wenn es geht. Wenn es nicht zu viele Umstände macht. Ach komm, warte. Wir müssen auch vorankommen. So, den da. Der steht nämlich schon beim Viehhändler. Den haben wir ja letztes Mal losgeschickt. Dann kaufen wir uns mal 40 neue Schafe. 42 sogar können wir. Bestätigen, jawohl. Und dann kann der nämlich hier zurückfahren. Schafe, Händlerschafe. Er hat außerdem vorne die Ballengabel dran. Da können wir dann auch Futternachschub einfüllen. So, ansonsten, das ist glaube ich immer noch Erntereife 1. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, das ist gut. Dann müssen wir mit dem Tatra hier weitermachen. Damit wir hier die Paletten wegkriegen. Und wenn die Paletten weg sind, dann holen wir uns den Scorpion King. Sorry. Ich bin mir am überlegen, ob ich den Scorpion King nicht vielleicht einfach sogar kaufe. Weil den brauchen wir ja hin und wieder häufig. Und da haben wir zwei Paletten. Nein, abladen wollte ich. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht das andere Zeug mitnimmt. Gut gelaufen. Und die können wir alle hier abladen. So, jetzt hole ich die Paletten noch schnell. Und dann fahren wir endlich zum Händler. Geld ausgeben. Geld ausgeben, wenn man hat, ist schön. Ja. Das war ein bisschen ungeschickt. Okay, Leute. Ich muss die anderen Paletten noch wegmachen. Es hört hier einfach... Also, wenn ihr mit Paletten anfangt, ihr kommt nicht mehr zur Ruhe. Weil die Paletten so schnell produziert sind. Der Masai hat durchdrehende Reifen. Der ist schon mal gut, weil dann müsste der eigentlich direkt am Ziel eigentlich schon angekommen sein. Dann kann ich den hier gleich zum Händler schicken.
mache ich denn heute? So, den Auflieger bauen wir nicht. Wir kaufen uns jetzt zwei Sachen. Zum einen den Scorpion King. Zum anderen den Goldhofer Auflieger. Sägewerkhändler. So, was haben wir hier? Beim Einfahren. 45 ist, finde ich, ein bisschen zu schnell. Da kommt er bestimmt wieder durcheinander. So. Dann gucken wir mal, wo der hier... Der hängt im Dorf. Wir müssen zum... Schafen... Shoppen gehen. Ich habe noch einen zusätzlichen Mod hinzugefügt. Jetzt warte, wo war der? War der bei Diverses? Jawohl. Ein IT Runner Service Container. Den können wir uns auch holen. Der kann uns direkt aufs Feld Saatgut und so weiter liefern. Soll ich mir wirklich den Scorpion King kaufen? Ja, doch, eigentlich schon. Damit geht es ruckzuck. Aber hier mit Rädern kaufen wir den. Und, ja. Unsere Million ist gleich schon wieder weg. Tieflader noch. Den habe ich ja noch nicht. Nein, auswählen. Jawohl. Okay, und dann müssen wir uns noch überlegen, nehmen wir das normale, die normale Front oder die verlängerte Front? Da die verlängerte Front eigentlich, ja doch, die bringt uns ein bisschen was. Okay, wir nehmen die verlängerte. Auch diese Farbe. Okay. Dann haben wir jetzt noch 400.000. Und der Phoenix Tatron. Moment, warte mal. Können doch gerade mal gucken, was die Sojamilchproduktion macht. Steht still, weil wir keinen Treibstoff haben. Seht ihr? Dafür brauchen wir eben den Raps. Den wir hoffentlich in der nächsten Folge dann endlich mal produzieren. So, hier haben wir den IT Runner. Pack hinten dran. Der sieht schon mal gut aus. Schieben aber mal ein bisschen auf die Seite. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz hier. Ah, den können wir sogar weit nach hinten schieben. So. Perfectly. Dann haben wir hier den Ponze. Ponze Scorpion King. Der Goldhofer, so heißt der, glaube ich, gell? Ja, Goldhofer. Ich dachte immer, der heißt Goldhofer. Ist ein sehr interessantes Teil. Wenn ihr großes Equipment transportieren wollt. Weil den kann man hier mit der rechten Maustaste, glaube ich. Ah, ne, hoch runter. Dann war es die linke. Kann man den auch verlängern? Ja, da passt dann auch locker mal ein Roper hinten drauf. Oder auch ein... Ja, eine andere große Erntemaschine. Das ist dann alles kein Problem mehr. So, und wir können hier...
Verbreiterung anmachen. Damit haben wir auch mit den breiten Fahrzeugen keine Probleme mehr. So, dann gucken wir mal, ob wir den Scorpion King hier drauf kriegen. Alter, wie der einlenkt. Ups. Fährst halt einfach mal vorwärts und dann steht er schon richtig. So, das war's schon. Naja, der steht ein bisschen zu weit auf der Seite. Also, der Scorpion King hätte auch auf einen normalen Tieflader gepasst. Aber ein normaler Tieflader hat auf der XL-Farm wenig zu tun. Sehr schön. Da steht das Ding. Da steht das Ding und schön ist es. Baywatt-Technik hat uns ein super tolles Angebot gemacht. Dem konnten wir nicht widersprechen. So, was machst denn du hier? Ich erlöse dich mal eben. 40 Schafe abladen. 42. Dann gucken wir gleich mal, wie viel wir jetzt haben. Sogar noch Nahrung. 145 Schafe. Das ist toll. Muss auch alles schön stehen. Dann werden wir uns um Nahrung kümmern. Beziehungsweise ich muss erstmal... Ups, nein, das war falsch. Erstmal sauber machen. Wir könnten ja mal kurz eigentlich den Tatra zurückschicken zum Sägewerk. Dann tut er nämlich auch was Sinnvolles. Job. Sägewerk. Oh, sehr cool. Das wird unser, hier auch Verbreitung? Ja. Hier brauchen wir auch Verbreiterung. Ich fahre hier mal mit 25. Wir haben einen Schwertransport. Es sollte dann alles gut funktionieren. Stay hier. Dann machen wir mal sauber, was im Stall so rumliegt. Soll ich trinken auch gleich? Ja, ich trinken füllen wir auch gleich nochmal auf. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir hier so ein Reinigungsgerät anschaffe.
Wäre vielleicht ganz interessant. Habe ich aber noch nie gehabt, das heißt, da muss ich mich erstmal reinfinden. Weil es ist doch immer ein bisschen mühsam, hier die richtigen Punkte zu finden, wo der hier einlädt. Weil es ist einfach nicht mehr so, dass wir einfach rückwärts drüber fahren mit der Schaufel unten und dann einfach alles sauber ist. Nur wieder den Abladetrigger finden. Ich glaube immer, der ist hier. Genau. Zwischen den vier Futterbecken. Ich denke, ihr werdet auch zum Teil die Probleme haben, dass ihr die nicht richtig seht. Ich bin sowieso am Überlegen, ob ich mal eine eigene Version der Map hier rausmache. Oder hochlade. Und dann werde ich vielleicht sowas auch nochmal markieren. Der Axion ist da. Der Axion. Phoenix Tatra. Dann gucken wir mal, wie die Ballengabel funktioniert. Gar nicht? Hä? Willst du mich veralbern? Oh, die ist aber komisch. Warum nimmt er das nicht ganz auf? Steigen eh. Achso, ja, ist ja logisch. Okay, also Ballengabel müssen wir uns einen neuen Mod holen. Wenn ihr da eine Idee habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann kann ich auch gar nicht hier verfüttern, oder wie? Ey, das ist nicht wahr. Das ist doch ein Strohballen. Warum kann ich den hier nicht reinmachen? Ein Heuballen. Ey, ich habe extra die Ballen gemacht, damit ich die verfüttern kann. Und jetzt geht es nicht. Dann brauche ich ja doch wieder so ein... So ein Ladewagen. Immer irgendwelche Probleme hier auf der Farm. Kann der Ballen jetzt mal wieder mitkommen? Ballen bescheiden. Ich
tickt gleich aus. Die Ballen sind bescheiden, dass die nicht verfüttert werden können. Die Ballengabel ist auch bescheiden. Das heißt, wir brauchen irgendeine andere Lösung. Und der hier muss wieder zum Shop fahren. Ja, schade. Aber können wir nichts tun. Dum, dum. Das ist sehr ärgerlich. Aber unser Tatra ist hier angekommen mit unserem Scorpion King. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier links. Und da drin werden wir alles abholzen. Da drin werden wir abholzen und dann kommen da unsere neuen Gebäude rein. Mal gucken, wie weit ich es schaffe zum Abholzen bis zur nächsten Folge. Schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und geht die Schranke hier auch auf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.